Gut hier profitieren. Frau Metz, deswegen jetzt mal die Frage an Sie, wo kommt denn das Wasser für Wasserstoff aus einer in einer wasserarmen Region, wo kann es denn herkommen oder wie sehen Sie diesen Aspekt? Das ist tatsächlich ein ungelöstes Problem für die Lausitz und dann muss man ja auch sagen, dass die Lausitz tatsächlich durch ein paar Dürreperioden gegangen ist und das wird auch zukünftig nicht anders sein. Dazu kommt eben auch, dass durch den Kohleabbau ja viel Wasser dann auch in die Spree gepumpt wurde in den letzten Jahren und auch das wird natürlich, wenn es einen Kohleausstieg gibt oder die Kraftwerke entsprechend abgeschaltet werden, wird dieses Wasserproblem noch verschärfen. Ich stand da vor ein paar Wochen auf dem rostigen Nagel oben und habe mir eben auch die gefluteten alten Tagebaue angeguckt. Auch da ist es ja nicht so, dass es sozusagen schon abgeschlossen ist. Es geht viel langsamer voran, als das eigentlich vorgesehen war, wenn ich das richtig verstanden habe. Also tatsächlich ist das ein Problem, was noch unbeantwortet ist und was man natürlich mitbedenken muss, wenn man diese Wasserstrategie auf den Weg bringt und überlegt, an welchen Stellen macht es denn jetzt Sinn, da eben auch zu agieren bzw. Kraftwerke mit aufzubauen. Vorhin hat Herr Lehmann ja auch nochmal gesagt, es wäre ja auch gut, sozusagen Bauteile zu produzieren in der Lausitz für die Herstellung von Wasserstoff. Also das sind alles Punkte, die natürlich berücksichtigt werden müssen. Ich kann da leider keine finale Antwort oder Lösung drauf geben. Das ist ja gerade das Problematische dabei, dass man sich das genau anschauen muss. Also das heißt, man braucht in der Lausitz stabile Wasserverhältnisse. Und diese stabilen Wasserverhältnisse hängen natürlich auch jetzt noch sehr eng zusammen mit dem Kohleabbau, auch die Senkung des Grundwasserspiegels wegen des Tagebaus. Es spielt da auch eine Rolle, die natürlich Auswirkungen auf angrenzende Regionen hat. Das heißt, diese Dinge müssen gut untersucht sein. Man braucht eine gute Strategie, um damit umzugehen, bevor man, sag ich mal, Schnellschüsse macht. Also mir ist schon bewusst, dass es lange dauert, bis Dinge aufgebaut sind, aber die Dinge müssen vorher mitbedacht werden, damit man dann nicht wieder in der Situation kommt, wo Dinge aufgebaut werden, man plötzlich feststellt, jetzt haben wir aber ein Riesenproblem, das Wasser ist gar nicht vorhanden und, oder wir erzeugen große andere Probleme in der Region und haben dann wieder den nächsten Punkt, den wir bewältigen müssen. Also das muss zwingend mitgedacht werden und vielleicht auch noch ein Punkt, was die Farben des Wasserstoffs angeht, weil das vorhin ja auch häufiger mal genannt wurde. Grüner Wasserstoff ist die einzige Option aus klimapolitischer Sicht, also alle anderen Farben, und das wurde, glaube ich, ja heute auch schon beschrieben, was es genau dann jeweils immer bedeutet, sind keine Option tatsächlich. Wenn man das sozusagen klimapolitisch betrachtet und die Zeit, die uns noch bleibt, ist es der grüne Wasserstoff und der muss möglichst effizient eingesetzt werden. Das heißt an der Stelle auch noch mal ganz klar, im Bereich Mobilität hat dieser grüne Wasserstoff erstmal nichts zu suchen, um das mal so klar zu sagen. Möglicherweise viel weiter in die Zukunft gedacht, aber auf heutigem Stand und heutigen Erkenntnissen darüber, wie viel Erneuerbare wir aktuell erzeugen und zukünftig in einem bestimmten Zeitraum erzeugen können oder eben dann auch importieren können, ist klar, wir müssen den Wasserstoff, den grünen Wasserstoff dort einsetzen, wo er am effizientesten einsetzbar ist. Und das ist nicht die Mobilität, weil dort andere Lösungen schon vorhanden sind. Hatte gehört. So, dann jetzt nochmal die Frage auch an das Wasserstoffnetzwerk. Haben Sie denn die Problematik mit Wasser als Ressource auf dem Schirm? Wird das diskutiert? Kurze, knappe Antwort, ja. Längere Antwort, die Lausitzer Wassergesellschaft ist bei uns auch im Netzwerk mit drin. Die haben auch eigene Projekte, die sie umsetzen wollen. Und die bekommen ja dementsprechend, weil sie bei uns im Netzwerk sind, auch die ganzen Projekte der anderen mit. Und natürlich haben die das Thema Wasser und Elektrolyse mit auf dem Schirm. Es sind nicht nur 9 Liter pro Kilo, sondern noch ein bisschen mehr, wenn man die ganzen Nebenprozesse sich anschaut sogar. Von dem kann man einiges wiederverwenden, aber das ist bekannt. Und es sind auch schon letztes Jahr entsprechende Umfragen gelaufen, also von Seiten der LWG in Richtung der ganzen Projekte, die da gesetzt werden sollen, was die für Elektrolyseleistungen installieren wollen, weil da kann man rückwärts rechnen, wie viel Wasser brauchen. Und da kamen sie zum Schluss, dass das erstmal noch unkritisch ist. Also das Thema ist auf dem Schirm, ist auch logisch, wäre auch wirklich relativ dumm, das Ganze nicht zu betrachten. Das ist wirklich bloß so, ja, wir müssen jetzt hier grünen Strom und Elektrolyse und dann haben wir sitzen wir in der Wüste und dann bringt uns das nicht viel. Ja, also das Thema wird schon ganzheitlich betrachtet. Um nochmal auf die Farbenlehre zurückzukommen, ich finde die teilweise, ist meine persönliche Meinung, aber nicht zielführend, die Farbenlehre nach dem Produktionsprozess zu machen. Sondern meiner Meinung nach müsste die Farbenlehre nach dem CO2-Output gemacht werden. Also grau für
kommt halt fossiler CO2 mit raus. Und alles, was CO2-frei ist, grün und dann von mir aus noch mit klimaneutral, also quasi mit ja, aus Biomethan zum Beispiel, da steht ja auch CO2, also das ist dann klimaneutral, dann von mir aus türkis zu machen. Aber jedem Produktionsprozess eine eigene Farbe zu geben, das sorgt am Ende auch für ganz viel Verwirrung. Weil es geht, im Endeffekt geht es darum, was ist klimaneutral, was nicht. Und das muss ich ganz klar erkennen. Und ob die Farbe nun mehr Richtung Grau geht oder mehr Richtung Grün geht, Atomwasserstoff ist gelb. Ist jetzt auch nicht irgendwie, es war klar, es ist CO2-neutral, aber es ist halt Atomstrom, der dran hängt. Ne? Ja, ich sag aber so, ne? Also das ist verwirrend. Also da ist meiner Meinung nach zumindest diese Farblehre, die irgendwann mal gemacht wurde, ein bisschen, am Anfang war sie gut, als es noch einfach, also es die vier Farben gab, mit halt hier blauem Wasserstoff für aus Erdgas mit dann CCU oder CCS und dann halt grün für CO2-neutral und grau für halt den grauen Wasserstoff aus Wasserdampfreformierung, den wir kennen. Ich kann auch Wasserdampfreformierung mit Biogas machen. Der Prozess ist der gleiche. Trotzdem habe ich dann keinen grauen Wasserstoff. Tja, komplexe Welt. So, wir können jetzt auch gleich Fragen aus dem Publikum und auch von außerhalb aufnehmen. Aber gerade auch nochmal mit dieser Farbenlehre, Frau Metz, wie schätzen Sie das denn ein? Finden Sie, dass das zu kompliziert dargestellt worden ist? Wir hatten halt heute Vormittag die Diskussion eigentlich, Wasserstoff ist irgendwie so ein Hype, es ist halt eine Scheindiskussion eigentlich, weil der Wasserstoff, der halt chemisch-industriell verwendet wird, den sollte man halt grün produzieren und für alles andere gibt es andere Lösungen. Und dass diese Farbenlehre halt nur zur Verwirrung führt. Jetzt ist halt, es kam ja auch, heute Morgen war ja auch die Message sozusagen, ja okay, eigentlich gehen wir am Ende nur der Gaslobby irgendwie auf den Leim, weil die halt mit dem Argument, dass man ja später die zu bauenden Gasleitungen ja dann als Wasserstoffleitung auch nutzen könnte, nur dafür sorgen, dass sie weiterhin ihre Gasleitungen bauen können. Wie ist denn Ihre Einschätzung zu dem Thema Wasserstoff? Als ein zukünftiges oder als Teil der zukünftigen Energieversorgung? Also erstmal grundsätzlich muss man einfach sagen, wir leben leider in einer sehr komplexen Welt und ich glaube, das Thema Wasserstoff ist eben auch ein komplexes, deswegen, ob jetzt die Farbenlehre zu schwer zu verstehen ist oder nicht, es macht jeden dass Wasserstoff eben nicht gleich Wasserstoff ist und dass es da große Unterschiede gibt und dass wir in große Probleme reinlaufen, wenn wir das nicht unterscheiden, mit welchem Wasserstoff wir es zu tun haben. Und ja, die Gaslobby hat natürlich, und gerade der Gebäudebereich ist ein gutes Beispiel dafür, sorgt im Moment dafür, dass eben massiv weiter Gasheizungen zum Beispiel eingebaut werden, was gleichzeitig dann verhindert, dass zum Beispiel Kommunen oder ja, Städte Planungen machen, die aufzeigen, wie können wir denn 20, 30, 35, 40, 45 dekarbonisiert sein? Wie können wir denn alle Gebäude mit erneuerbarer Energie versorgen? Dafür brauchen wir zum Beispiel lokale Wärmenetze. Dort, wo eben im Neubau ist, die elektrische Wärmepumpe sicher kein Problem. Da wird sie auch schon eingebaut, aber eben gerade im Bestand ist es schwieriger und da brauchen wir andere Lösungen. Also da werden tatsächlich Lock-in-Effekte geschaffen. So, und natürlich brauchen wir den grünen Wasserstoff für bestimmte Sektoren, wo wir nicht direkt elektrifizieren können. Das ist der Flugverkehr, das ist der Schiffverkehr und das ist die Schwerindustrie, die chemische Industrie, wo das auf jeden Fall benötigt wird. Und wenn man sich einmal die Zahlen betrachtet, dann wird es auch relativ schnell klar. Der Wirkungsgrad von Wasserstoff, der wurde ja, glaube ich, schon deutlich gemacht. Also wir brauchen sehr viel erneuerbare Energien, um grünen Wasserstoff herzustellen. Also muss er besonders effizient eingesetzt werden. Wollte ich jetzt mal als Beispiel alle Pkw in Deutschland, die aktuell auf der Straße sind, mit E-Fuels, also grünem Wasserstoff letztendlich, betreiben, bräuchte ich so viel erneuerbare Energien, wie aktuell in der gesamten Europäischen Union inklusive Deutschland produziert werden. Jetzt wissen wir aber natürlich, dass wir gerade diese erneuerbaren Energien für ganz viele andere Bereiche auch noch benötigen. Von daher, das ist einfach im Moment unrealistisch. Von daher, wir brauchen den grünen Wasserstoff, nicht den blauen, den grauen oder den türkisen, weil wir da einfach auch Gefahr laufen, in eine falsche Richtung zu manifestieren. Wir haben die Zeit nicht mehr. Hätten wir die Diskussion jetzt, die wir heute führen, vor 20 oder 30 Jahren, wenn wir die da führen würden, wäre die Sachlage eine andere. Dann hätten wir noch mehr Zeit. Die Zeit haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt ein großes Problem und müssen schnell zu Lösungen kommen. Insofern muss es dann immer so gehen. Erstens muss es Vorgaben geben und zweitens muss es effizient eingesetzt werden. Der Markt regelt es eben möglicherweise in vielen Jahrzehnten von alleine, aber nicht in der Zeit, die wir jetzt noch haben.
Vielen Dank. Dann würde ich jetzt eine Frage noch stellen, die von außerhalb gekommen ist. Die Wärme aus der TA Lauter, also Müllverbrennungsanlage, geht aktuell zu 90% über das Dach in die Atmosphäre, weil es keine Nutzung dafür gibt. Da wären doch Konzepte für effiziente, dezentrale Erzeugung von Wasserstoff und die dezentrale Nutzung von Wasserstoff vielleicht doch eine Alternative. Herr Lehmann, können Sie was dazu sagen? Oder auch Frau Metz, wie können Sie das einschätzen? Wer fängt an? Ja, fangen Sie an. Okay, gut, ich kenne jetzt die Müllverbrennungsanlage dort nicht direkt, aber wenn halt wirklich die entstehende Wärme einfach über einen Schornstein in die Umwelt abgegeben wird, ist das alles andere als sinnvoll. Inwiefern man dann dort, also klar, man muss die Wärme nachnutzen. Entweder über Industrieprozesse, dass man halt dort direkt, bestes Beispiel Papierfabrik oder ähnliches, halt die halt wie viel Wärme braucht, ansiedelt, die halt die Wärme nutzen kann für ihre Prozesse. Andersherum muss man halt dann schauen, wie kann man die Energie, die in dieser Wärme steckt, halt in irgendeiner Form transportabel machen. So, und da müsste man halt dann im Detail schauen. Sicherlich kann man über die Wärmeprozesse dann auch Wasserstoff zum Beispiel produzieren oder andere. Also es muss ja nicht immer Wasserstoff sein. Ich sage immer, ich bin auch ganz der Meinung, da wo man elektrifizieren kann, sollte man die Primärenergie halt wirklich nutzen. Das macht am meisten Sinn, hat man wenigsten Verluste und so weiter. Da wo es nicht geht oder wo es halt technologisch nicht sinnvoll ist, dann sollte man schon schauen, dass man halt dann auch Wasserstoff nutzen kann. Also wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, die Debatte entweder oder mag ich nicht. Es wird sich beides geben, vor allem auch in dieser Übergangsphase. Klar, wenn ich jetzt alle Autos, die fahren, elektrifizieren möchte, habe ich auch mehr seltene Erden verbraucht, als wir haben auf der Erde. Das ist logisch. Ja, das ist mal so ein bisschen Milchmädchenrechnung manchmal. Also wir müssen auch den Transformationsprozess dann auch mal zulassen, dass dort halt mal eine andere Farbe mitspielt. Klar, man darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren, aber man muss ja erstmal auch das Angebot schaffen, um die Nachfrage zu, oder andersrum, die Nachfrage generieren, um das Angebot zu schaffen. Und ansonsten drehen wir uns im Kreis. Und da muss man dann auch manchmal ein bisschen sagen, ja, klar, das Ziel ist Klimaneutralität, grüner Wasserstoff in der Schwerindustrie, in der Mobilität, wo es halt nicht anders geht, wie zum Beispiel im Flugzeug oder auf Schiffen, bin ich ganz komplett der gleichen Meinung. Aber wir müssen halt auch andere Sachen zulassen, nicht kategorisch ausschließen. Ja. Und wie gesagt, bei der Müllverbrennungsanlage wärmen wir einfach in die Umwelt. Da gibt es clevere Sachen, in welcher Form auch immer. Ich glaube auch, Frau Metz, haben Sie dazu noch eine Einschätzung? Ja, also was klar ist, dass unvermeidbare industrielle Abwärme oder Abwärme, die irgendwo entsteht, natürlich genutzt werden muss. Aber auch da wiederum, weil es vorhin ja auch darum ging, dass man eben, sag ich mal, Müll, Restmüll, Hausmüll verbrennt in Anlagen, um das dann wiederum zu nutzen. Auch das ist wieder problematisch, also schon wieder so diese komplexe Welt. Denn das Problem, was darin liegt, ist, ich baue dann ein Kraftwerk, baue Kapazitäten auf, die ich dann natürlich auch wirtschaftlich betreiben muss. Also ich muss das natürlich auch befüllen. Was an einer anderen Stelle, nämlich was die ganze Verpackungspolitik und die Frage, wie viel Verpackungen sollten wir eigentlich produzieren, dann wiederum behindert. Denn dann wäre ja das Ziel, es wäre sogar positiv, wenn ich dann besonders viel Müll habe oder mir möglicherweise auch gefährlichen Müll sonst woher importiere. Also das ist sozusagen von der falschen Seite her gedacht. Also man muss tatsächlich an diesen Stellen immer überlegen, wie man es aufbaut, damit man nicht wieder Effekte schafft, die vollkommen falsche Anreize setzen. Aber auf jeden Fall ist es komplett richtig, dass dort, wo es unvermeidbare industrielle Abwärme gibt oder Abwärme vorkommt, dass die natürlich dann genutzt wird, macht extrem viel Sinn. Dafür brauche ich aber dann auch wieder Wärmenetze oder Netze, in die ich das reingeben kann. Also das ist natürlich genau der Punkt dabei. Und das ist ja auch das, was wir brauchen, um insgesamt zu dekarbonisieren. Ja, wir haben uns auch vor einer Weile mal die technische Anlage Lauter angeguckt. Ich glaube, die versuchen da ja auch was zu regeln mit ihrer Abwärme. Ansonsten ist das ja auch nochmal ein interessanter Hinweis, auch gerade das in dem Bereich für die Strukturwandelmittel, die zur Verfügung stehen, ja auch zu nutzen, da kreislaufwirtschaftsmäßig etwas anzudenken. So, du wolltest jetzt auch noch eine Frage stellen. Und ich, in meiner Großzügigkeit, erlaube das. Vielen Dank, Toni. Was machen Sie jetzt mit Orten wie Boxberg und Weißwasser? Was haben Sie da für eine Lösung, die eines Tages in einigen Jahren nicht mehr tausende Haushalte mit Fernwärme versorgt werden? Also wir bekommen ja derzeit Fernwärme und was ja auch klimatechnisch sehr gut angerechnet wird vom Quotienten her, wenn man dann KfW-Programme dann dort mit einfließen lässt,
ja, was kann man da machen? Also das wäre doch jetzt für das Thema Wasserstoff, also ist eine ganz praktische Sache. Kraftwerk wird abgeschalten, Fernwärme weg. Baut jetzt jeder, so wie es jetzt in Cottbus auch gemacht wird, Gaskraftwerke bei der Wohnungsbaugesellschaft oder Genossenschaft dort ein? Ja, also die Problematik ist auch in Cottbus bekannt. Also Cottbus direkt ist gar nicht mal so stark betroffen, weil die Stadtwerke, die dort jetzt das neue Gaskraftwerk betreiben, das gab es ja vorher auch schon mal, vorher ein Kohlekraftwerk gewesen, ist jetzt nur umgebaut worden. Aber das Kraftwerk in Schwalde liefert, glaube ich, 40% der Wärme für Cottbus, die da verbraucht wird. Und das geht ja nur auch weg. Dann gibt es noch Gemeinden, die direkt um das Kraftwerk herum sind, wie die Kleinstadt Peitz zum Beispiel oder Jenschwalde selbst oder andere Ortschaften, die halt auch direkt die Fernwärme aus Jenschwalde mitgenutzt haben, die halt dann auch da nicht mal drauf zurückgreifen können. Die LEAG hat sich dann, ob nur einfach gemacht, ob man das so sagen möchte oder nicht, die haben zumindest das Thema auf dem Schirm gehabt und haben halt jetzt dieses Ersatzbrennstoff, auf gut Deutsch Müllverbrennungsanlage dort, wollen sie errichten, um halt eben auch dort die Wärme für die Ortschaften bereitzustellen. Das Speicherkraftwerk, was dort auch entstehen soll, wird da bestimmt auch sicherlich einen Teil dazu beitragen, um halt dieses Problem anzugehen. In Cottbus selbst haben sie jetzt in dem, für den neuen Cottbuser Ostsee, der gerade am Stehen ist, eine Wärmepumpe. Also Oberflächenwärmepumpe ist also keine Tiefengeothermie, sondern eine Oberflächenthermie ist das. Auch einen Strukturwandel jetzt beantragt und es wird zwar eine Kleinanlage sein, aber halt um zu schauen, das gibt es auch in groß, dann kann man es in groß machen. Wasserstoff kann natürlich da auch ein Energieträger sein, ob es jetzt der sinnvollste ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln in irgendeiner Form, weil halt er ist momentan zumindest noch nicht günstig und man braucht halt eine relativ hohe Menge dann davon, um halt die Wärme bereitzustellen. Was Sinn macht, ist irgendwie versuchen, die Wärme, die wir im Sommer halt haben, über zum Beispiel Wärmespeicher gibt es ja auch genügend, in den Winter zu transportieren. Es muss ja nicht immer über das Gas sein, es gibt auch Feststoffwärmespeicher, die halt dann im Sommer quasi aufgeladen werden können und im Winter dann die Wärme wieder entsprechend abgeben. Wie dann da die Temperaturniveau sind von den Wärmespeichern, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Aber man muss das Thema natürlich im Kopf haben, weil es bringt ja nichts, wenn dann nachher wieder die halbe, wenn Weißwasser und Boxback oder ähnliches dann wieder anfängt, Holz zu verbrennen in Kaminöfen, weil sie halt im Winter trotzdem warm haben wollen oder halt dann die Gasheizung anschmeißen. Ne? Da sind wir ja auch nicht viel weiter gekommen, als wir jetzt sind. Das muss man schon mit bedenken. Und die Lösungsmöglichkeiten, es gibt halt immer viele. Wie gerade schon gesagt wurde, wir leben ja in einer komplizierten Welt mit vielen Ansätzen und Möglichkeiten. Man muss halt immer schauen, welche Möglichkeit wo am effizientesten. Vielleicht gibt es hier auch gut Geothermie. Also muss man halt schauen. Ja, es muss eben getan werden. Ne? Also da bin ich voll bei Ihnen und jetzt weniger bei dem vorhin Gesagten eben, man muss einfach anfangen mit den Dingen. Ne? Wenn man immer wieder Dinge aufbaut und sagt, es kann aus den und den Gründen nicht funktionieren, dann werden wir nie ans Laufen kommen. Und deswegen ist es wichtig, eben zu starten und zu zeigen, was geht. Und dass eben da, wo die Kraftwerke abgeschalten werden, wirklich dann eben doch Lösungen finden. Weil wir sind jetzt, also wir können schon 25 ausschalten, die Kraftwerke. Dann gibt es eben da 25 eben im Winter dann, den Kohleofen wieder. Noch ein Beispiel aus Ungarn, die sind vor einigen Jahren dort ausgestiegen und über den WWF habe ich mal Studien gesehen dann dort und über die EU. Man ist aus der Braunkohle ziemlich schnell in Ungarn ausgestiegen und dann hat man mal beobachtet, wie die CO2-Entwicklung gewesen ist. Die hat sich vervielfacht, weil die Leute alles verbrannt haben, was sie dann gefunden haben. Alles Holz im Wald, nasses Holz, Autoreifen, alles was ging, das war dann die Entwicklung. Also sie haben, Greenpeace hatte dann mal eben bei einer dieser Kohleplattformen in Brüssel dann mal gezeigt, wie da die Entwicklung gewesen ist, wenn man eben nicht vorbereitet ist, wenn man eben nicht einen Plan im Kopf hat und den brauchen wir hier. Ja, ich hätte die Frage jetzt auch noch mal an Frau Metz gestellt, wie denn Ihre Einschätzung ist zur wegfallenden Fernwärmeversorgung und Potenzialen von Wasserstoff oder andere Substitutionen? Genau, das ist natürlich die Aufgabe, vor der wir gerade stehen. Und ich
hoffe, dass ich da nicht falsch verstanden wurde. Meine Haltung wäre jetzt nicht zu sagen, bitte alles nicht machen und keine Ahnung, wie die Lösung aussehen soll, sondern selbstverständlich müssen eben genau diese Kapazitäten, die da sind, in den bestehenden Kraftwerken und wie sie eben umgebaut werden können, ausgelotet werden. Mein Hinweis war Richtung, man darf aber eben nicht vergessen, welche anderen Nebeneffekte man eventuell berücksichtigen muss. Und um dann nicht eben wieder in neue Probleme reinzulaufen. Und tatsächlich ist diese Frage ja noch eine Frage, die wir auch noch nicht vollständig gelöst haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wir sprechen natürlich auch von Gas als Brückentechnologie, wir sicherlich noch brauchen. Also wir werden, und da gebe ich dem Herrn Pütz absolut recht, wenn wir jetzt einfach sagen, wir schalten alles ab. Die Leute müssen halt mal heizen zum Beispiel oder sie müssen sich irgendwie von A nach B bewegen, das, so ist das, und dann hat man möglicherweise negativere Auswirkungen, aber genau deswegen wäre es jetzt, oder auf Bundesebene zumindest, ist es so, dass wir fordern, dass es zum Beispiel die verpflichtende kommunale Wärmeplanung geben muss, damit eben genau da nochmal geguckt wird, welche Szenarien gibt es denn, wie wir zukünftig dorthin kommen können, dass wir es mit erneuerbaren oder eben mit erneuerbarer Energie, sagen wir es mal so, alles mit versorgen können. Und was brauchen wir eigentlich dazu? Und haben wir hier einen Standort, wo wir sozusagen in bestimmten Bereichen hier Kapazitäten aufbauen können, was die Erzeugung von erneuerbarem Strom angeht oder vielleicht auch Wasserstoff? Es ist ja so, ich habe mir das auch durchgelesen, es ist nicht so, dass die Lausitz jetzt pauschal irgendwie ungeeignet wäre dafür, aber bestimmte Randbedingungen müssen berücksichtigt werden. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt politischerseits klargemacht wird, wir haben hier eine bestimmte Zeit, die uns noch bleibt, um das alles auszuloten und natürlich anzufangen, auch Dinge auszuprobieren und aufzubauen. Deswegen sind die Reallabore in der Lausitz, finde ich, super. Die brauchen wir auch, um eben rauszufinden, in welche Richtung wir möglichst schnell laufen können. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Weil ansonsten würde ich mich nochmal fragen, gibt es denn schon Diskussionen, Lösungsansätze für den Ersatz der wegfallenden Fernwärmeversorgung? Oder sind die geheim? Nö, also seit über 3 Jahren beschäftigen wir uns schon damit, mit den Stadtwerken auch. Und der Vorteil jetzt in Weißwasser jedenfalls ist es so, dass man schon kleinere Netze hat in den Wohngebieten und man könnte eben mit diesen kleineren Netzen dann an diesen Kreuzungspunkt dann andere Technologien einsetzen. Ne? Kostet natürlich wieder Geld, irgendjemand muss es bezahlen, am Ende bezahlen es die Menschen, die hier sind. Aber dafür müssten die Fördermittel ja da sein. Ich glaube es nicht, ja. Die sind ja von der Definition her ja schon. Ja, von der Definition her ist das eine, die Praxis ist das andere. Ach, Thorsten. Also ich denke auch, dass halt die Wärmeversorgung sich ein bisschen dezentralisieren wird, also in solchen Nahwärmenetze, nicht mehr so Fernwärme, um halt dann dort auch gegebenenfalls welche Technologie auch immer dann einzusetzen und nicht mehr wirklich den großen Energieversorger, wie es jetzt momentan die großen Kraftwerke sind, sondern halt wirklich Nahwärmenetze. Und da kann man auch sehr effizient die Energie nutzen, also das ist jetzt nicht das Problem. Man hat auch die Transportverluste nicht mehr. Es gibt jetzt noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, und das sind gleich 2 Fragen. Das eine ist, wo steht denn die Lausitz mit diesem Wassernetzwerk im internationalen Vergleich? Weil wir ja auch heute Vormittag darüber gesprochen haben, Wasserstoff zu importieren. Also wenn der Wasserstoff woanders viel günstiger hergestellt wird, als das, was wir jetzt an Aufbau und so weiter investieren würden, dann ist es ja vielleicht auch besser, das günstiger hierher zu importieren, als das hier extra aufzubauen. Also wo sind wir da? Und da gibt es da vielleicht Netzwerke, von denen wir uns noch einiges abschauen können. Und die 2. Frage ist, es wurde viel über die sächsische Wasserstoffstrategie geredet. Jetzt sind Sie, Herr Lehmann, ja insbesondere auch in Brandenburg aktiv. Gibt es denn überhaupt eine brandenburgische Wasserstoffstrategie, von der wir uns etwas abschauen können? Oder braucht es vielleicht eigentlich gar nicht solche Strategien? Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, diese Frage. Aber ich frage mich immer, man diskutiert hier in Sachsen sehr lange über so eine Strategie. Und offensichtlich sind viele einfach schon vorausgegangen, ohne so eine Strategie. Und es scheint ja wohl auch ohne so etwas zu funktionieren. Erste Frage, also international gucken wir noch nicht so sehr. Klar, wir gucken gern Osten. Wir haben Kontakt mit polnischen Partnern und auch schon mit tschechischen, die dort die diversen Aktivitäten halt in Gang gesetzt haben.
innerhalb von Deutschland, ehrlicherweise sind wir nicht irgendwie die Ersten, die Schnellsten und die Besten. Da gibt es ganz, ganz andere. Also HYPOS zum Beispiel, das gibt es schon seit 2013, wenn ich mich jetzt nicht irre, irgendwas in der Richtung, zumindest die ersten Ansätze. Die sind natürlich dementsprechend schon viel, viel weiter. Also die sind schon gewachsener, die haben ihre Großprojekte. Ist natürlich auch dahingehend geschuldet, dass dort die Industrie direkt vor Ort ist. Ja, und die haben ja auch die Wasserstoffleitung schon seit den 1930er Jahren. Ja, Bitterfeld und so weiter. Es ist ja da schon, ich war jetzt die Woche da gewesen, dort beim HYPOS Forum, und die haben sich bisher sehr, sehr stark auf Forschung und Entwicklung mit ihren Projekten fokussiert. Und jetzt gehen sie wirklich in die Umsetzung, also in die Industrialisierung sozusagen, ne? In die Technologietransfer nennt sich das Ganze dann. Die sind da schon ein ganz paar Jährchen weiter. Dann haben wir noch in Chemnitz das H2-Cluster, das gibt es ungefähr 2-3 Jahre länger als uns. Die haben dementsprechend auch schon die 2-3 Jahre Vorsprung sozusagen. Norden von Deutschland natürlich Vorreiter, muss man ganz klar sagen. Die sind da schon seitdem die ersten Windräder aufgebaut wurden und die festgestellt haben, scheiße, ich kriege meinen Strom nicht weg, ja, sind die schon am Tun und Machen, und die sind natürlich dann spitze. Die haben komplett den ganzen Norden. Gibt es da eine IHK Nord, das ist keine richtige IHK, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen IHKen, die sich halt IHK Nord genannt haben. Es ist also keine öffentliche Körperschaft in dem Sinne, ja, und die arbeiten zusammen für den ganzen Norden von Deutschland, also Nordsee, Ostsee, Schleswig-Holstein, alles drumherum. Also wir sind seit 2019, seit Anfang dieses Jahres haben wir ein bisschen Geld gekriegt. Wir haben noch keine Mitgliedsbeiträge, weil wir keine Institution sind. Von daher, also wir machen viel, wir haben auch viele Leute, die bei uns mitmachen, aber wir sind im Vergleich zu anderen halt noch jung. Wir laufen jetzt gerade. Wir rennen noch nicht, wir laufen gerade. Also wir haben noch sehr viel Potenzial, natürlich auch das Bestreben, halt das Ganze größer werden zu lassen, weil wir sind Energieregion und wir wollen es halt auch bleiben. Das ist unser Credo. So, und das schaffen wir aber nur, wenn wir halt selbst was machen. Weil wir auch schon festgestellt haben, wenn ich mich auf die Landesväter verlasse, dann ja, kann man manchmal ein bisschen warten, weil die auch andere Zeitverständnis haben. Zweite Frage war gewesen, ob Brandenburg eine Wasserstoffstrategie hat und ob wir uns davon was abgucken können oder ob Strategien Quatsch sind, weil die einfach machen. Letztes Jahr hat die Landesregierung den Auftrag bekommen gehabt, bis Sommer diesen Jahres die Strategie des Landes Brandenburgs fertig zu haben. Hatte gehabt. So. Also der Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium, den kenne ich, der arbeitet seit letztes Jahr im Herbst daran, weil letztes Jahr im Sommer haben sie einen Auftrag gekriegt, bis dieses Jahr im Sommer, wo wir eigentlich wollten, dass zum Winter schon das steht. Das kam kurz nach diesem dieses Drei-Länder-Papier der ostdeutschen kohleproduzierenden Länder, diese Absichtserklärung, relativ zeitnah. Danach kam ja Sachsen-Anhalt mit ihrer Strategie raus. Sachsen wartet ja auch noch ein bisschen, weil es da halt dann die Fragen gibt. Das war übrigens auch Thema auf dem HYPOS gewesen, diese 1000 Meter zu was. Also jede Müllverbrennungsanlage darf näher stehen einem Wohnhaus als ein Windrad. Oder jeder Braunkohletagebau. Auch das. Nee, also es macht Sinn. Also wir haben noch keine, die kommt jetzt, die mussten noch irgendwas mit reinarbeiten. Was genau hat er mir nicht gesagt? Der Wirtschaftsminister wollte noch irgendwas mit drin haben. Deswegen, ansonsten wäre die jetzt im Sommer schon draußen gewesen. Die wird jetzt demnächst dann veröffentlicht werden. Also wann, kann ich nicht sagen. Es ist jetzt gerade schon, die ist schon durchs Kabinett durch, soweit ich weiß. Sinnvoll ja, weil sie halt nicht nur der Wirtschaft, sondern auch den Wirtschaftsförderern, den Fördermittelgebern und auch der Bevölkerung selbst so eine Zielrichtung vorgibt. Ne, also ansonsten gibt es halt Wildwuchs, den wir ja vermeiden wollen. Ne, wenn jeder das machen darf, was er will, klar. Der Markt regelt alles, aber auch nur begrenzt und auch nicht immer. Also man muss schon ein paar Randbedingungen, rechte Grenze, linke Grenze vorgeben, und da helfen solche Strategien. Wenn ich zum Beispiel im Landkreis Elbe-Elster mit sehr, sehr viel Biomasse, und die sind halt doch relativ trocken, also fast noch trockener als bei uns, muss ich mal fast sagen, denen dann sagen, ihr müsst jetzt hier, ihr habt Ausbauziele mit Elektrolyse. Da gucken die mich auch an. Ne? Also das funktioniert nicht. Da muss eine Strategie dahinter stehen. Und das, von daher macht das schon Sinn, um wirklich dann auch ein bisschen geregelt das Ganze halt zu gestalten. Aber deswegen gab es ja auch den ganz großen, das war wirklich ein sehr, sehr intensiver Beteiligungsprozess durch die Bevölkerung und auch von der Industrie. Also wir wurden da wirklich mit kurzen Umfragen, also die berühmte dauert nur eine halbe Stunde, dann sind es zwei. Ja, das waren 140 Fragen, die da beantwortet werden mussten und so. Also es gab schon immer eine sehr, sehr starke Bürgerbeteiligung bei dem Ganzen. Zumindest auf Brandenburger Seite. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es in Sachsen abgelaufen ist bei der Entstehung der Strategie. Ja, die es jetzt noch nicht gibt, aber die auch in Arbeit ist da.
Na, soweit ich weiß, gibt es eine in Arbeit zumindest. Die Wasserstoffstrategie für den Freistaat Sachsen, na, ich glaube, sie ist jetzt auch schon, also so wie es heute hieß, ja eigentlich in den letzten Zügen. Es wird halt nur blockiert, dass dort weitergearbeitet wird, weil genau, wegen des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der 1000-Meter-Regelung. Genau, also wir in Brandenburg haben den Vorteil, wir produzieren schon mehr grüne Energie, als wir verbrauchen. Das heißt, wir sind zwar schon immer Energieexporteur, meistens nach Berlin, weil das ist eine ganz schöne Energiesenke, aber auch mit dem Grünen sind wir es halt. Wir sind, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der Pro-Kopf-Erzeugung sind wir auf Platz 3 in Deutschland von grüner Energie. Und das ist schon, also da hast du noch dann die ganzen Offshore-Bundesländer wie Niedersachsen und wie Schleswig-Holstein. Und dann kommt schon Brandenburg. Also wir haben die grüne Energie haben wir ja schon mal. Das heißt, das Problem haben wir jetzt nicht. Ja, aber die Strategie ist dann schon wichtig, um halt wirklich dann so die Zielrichtung vorzugeben. So, wo soll es hingehen? Und wenn die halt nicht passt, dann kann man immer was dagegen sagen. Dann wird angepasst. So, damit wären wir jetzt auch erstmal am Ende angekommen, von der Zeit jedenfalls. Ich habe heute viel gelernt, ich hoffe, ihr anderen auch. Ist ein guter Überblick und ich habe auch gelernt, wenn man mit mehr Fragen aus einer Veranstaltung rausgeht, als man reinkommt, ist es besser, war es gut. Und das ist in jedem Fall der Fall. Wir als Umweltgruppe bei den Linken hat uns diese Konferenz ja auch vor allen Dingen auf die Fahne geschrieben, um die verschiedenen Perspektiven zu hören und auch einen eigenen Standpunkt zu dem ganzen Thema Wasserstoff, Wasserstoffindustrie und so weiter aufzubauen. Und da haben Sie alle, auch Frau Metz, danke, uns hier heute geholfen und wir werden dann die Inputs verarbeiten. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgemacht haben, insbesondere auch nochmal großen Dank an die Technik, die hier die halbe Nacht und heute Morgen gewerkelt hat. Damit das Ganze im Livestream mit Zuschaltung und Aufzeichnung funktionieren kann. Draußen steht jetzt noch Kaffee und Kuchen. Bedient euch gerne. Der schmeckt in jedem Fall mindestens genauso lecker wie das Mittagessen. Gute Heimreise und bis bald. Bleibt gesund.